Oh Gott. Ja, visier doch mal bitte den Bogenschützen da oben. Das wollte ich ganz bestimmt. Nicht Lukas, nee, ne? Warum das nicht? Mann, die zwei Bogenschützen da oben, ja. Also wirklich, ich kann dir mehr oder weniger schon versprechen, dass du nochmal irgendwann sterben wirst. Das verspricht mir das Spiel auch. Wo bist du denn gerade eigentlich? Wieder auf dem Weg zu den zum geheimen Schlüssel und dann da hoch. Ja, da ungefähr ganz genau da bin ich auch gerade. Ja. Oh. Oh mein Gott. So. Was war denn das für ein Geräusch? Ah, ich höre keine Musik. Hä? Hast du eine Hintergrundmusik an, oder? Ja, Hintergrundmusik habe ich. Aber was meinst du mit Hintergrundmusik? Also im Spiel meine ich jetzt. Ja, also ich habe Hintergrundmusik, ja. Ich habe da keine. Voll komisch. Ja, ist relativ leise, ne? Ist schon. Auf was hast du deine Musik denn gestellt? Auf 5 oder 6 oder so. Okay. Ja, keine Ahnung, das ist schon relativ leise Musik. Also. Ja, irgendwie schon. So, rechts geht's halt mit Zentauren, Centurio, Fritzen, den will man gar nicht bekämpfen. Da ist schon wieder so ein. Hey, ich hab eine Lanze, ich bin schwul. Ja, muss mit Steuerung, mit der linken Steuerung-Taste dorthin gehen und dann irgendwie. Einen stronken Angriff und dann bam, bam. Immer weiter zuschlagen. Gut. Und dann, ui, macht er dir Aua. Lol. Ja. Das hier ist echt eine schwule Stelle, weil. Hier kommt nämlich dieser Zenture von links, wenn er dann mal reagiert. Und rechts ist dieser. Ja, 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 ja! Deine Mutter trägt schwarz, komm. Oh, wie er sein Lanz hält, du Schwuchtel. Lol. Warum? Ich hab. Wollt nichts. Ja. Ich hab die Seele vom Centurion eingesammelt. Ich wollte nicht zweimal angreifen. Ich drück einmal auf diesen Angriffsbutton und er schlägt automatisch zweimal zu. Das ist so ein, weiß ich nicht, Bug oder Steuerungsbullshit. Oh, jetzt hab ich das Ding jetzt fallen lassen. Jetzt bin ich in den. Yeah, vorne Energie zurück. Das Ding jetzt hat sich gerade mal aufgemacht. Das ist so ein. Wow, was für ein Bullshit. Was für eine Bullshit. Bullshit. Bin ich schon wieder gestorben, weil er immer zwei Angriffe macht. Statt nur einem. Ja, ach, immer beim Zang. Stirbst du auch hier beim Zangangriff oder was? Beim Zangangriff, ja, ja. Der Zangangriff ist echt für den Arsch. Ja, und danach kommt noch ein schwarzer Ritter oder was? Ja, der schwarze Ritter kommt dann auch noch. Sind dann noch irgendwie drei Dinge dazu. Wenn ich ja wüsste, wie dieser Tritt vernünftig geht, aber ich habe keine Ahnung. Einfach, oh ja, gut, den habe ich jetzt kaputt gemacht. Jetzt kommt der leichte Soldat dran. Das mit dem Tritt ist eine Sache. Da wäre ich schon wieder fast vergiftet worden. Ah ja. Und tritt. Und schlag zu und töte es. Also wie machst du das? Du gehst auf den zu und machst einen Angriff oder was? Das ist Glückssache, ja. Also manchmal macht er es, manchmal macht er es nicht. Keine Ahnung. Ja, aber was machst du denn genau? Du gehst. Versuchst du parieren? Nee, danke. Ja, ich mach eigentlich einen Schritt nach vorne. Und attack dann sofort. Aber irgendwie macht der es nur manchmal bei mir. Hat das auch gerade wieder gemacht. Bei mir. Zufall!
Ja, schlag halt gegen den komischen Fass. Das Problem ist, wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann schlägt er so unglaublich langsam zu. Das Problem ist, dass dieser Schildhaini dir deine Ausdauer so brauchst Füße. Ja. Du brauchst Füße. Dass dieser Schildhaini dir so krass deine Ausdauer abziehen ist. Hat es schon mal, als er gegen dein Schild gehauen hat und dann. Ja, dann. Ja, geht die Ausdauer. Versuch's mit Tarnung. Bam, vor auf die Fässer. Ja. Das hab ich so. Oh, kommt her. Achtung, vor dir zäher Feind. Das ist hier immer, wenn ich das lese, kriege ich Kratze. Sehe ich keinen. Und da kommt ein Tool angelautscht. Warum hast du das gesagt? Das ist kein See. Na komm, schlag drauf. Ich schlag auch einmal. Du bist gut. Diese normalen Seelen sind ja eigentlich so ein Scherz, ne? Aber. Eigentlich schon. So, das war der Zenturion. Die haben nur 69 Leben. Die kleinen. Also zumindest meist so viel Schaden und die kippen auf jeden Fall um. Ach. Hier ist mein verlorenes Haar. Gut. Der Zangenangriff ist behindert. Kellerschlüssel. Bist du da auch an diesem Tor, dass man öffnen kann, oder? Kellerschlüssel. Ja, Kellerschlüssel habe ich auch schon eingesammelt. Also nicht mehr ganz. Hast du das Tor da geöffnet, das da daneben war, oder? Das Tor. Ja, dieses Gitter, wo du den Kellerschlüssel hast. Das kann man ja öffnen. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, woher der Kellerschlüssel kommt. Ich glaube direkt vor dem schwarzen Ritter. Mal gucken, ob ich das Ding öffnen kann. Also, was? Hebel ziehen. Ja, natürlich geht mein Schild nach hinten weg. Ich hab das Tor geöffnet, das ist jetzt gut und schlecht. Nein, ich will das nicht. Und der Ritter ist einfach? Der Ritter, ja, du kannst ihn blocken auf jeden Fall. Da ist noch ein Zenturier davor. Oh, da war noch einer. Wo bist du denn lang gegangen da? Nach. Zum schwarzen Ritter oder was? Ja, weiß ich nicht. Wollt sich ausrichten, so sagt er sich der Stör. Natürlich muss ich erstmal gucken, ob ich jeden schwarzen Ritter irgendwie besiegen kann und dann. Bitte sei nicht respawned. Wobei eigentlich. Hier geht's auch noch lang, was soll denn das? Ich guck mal gerade, da unten ist nämlich. Da sind noch Tipps. Eine ganze Menge sogar. Gucken, was wir das sagen. Leuchtfeuer. Nee, ne? Wo ist eins? Skelett. Leuchtfeuer. Ja. Ja, ja. Und ist hier eins. Komm, gib's mir. Na, hier noch nicht mal. Hier musst du mal eine Treppe runtergehen. Leuchtfeuer, Schlitzer. Ja, und hier unten ist eins. Wie lächerlich! Die verstecken ihre Save Points. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. What the fuck, ja, dieses Game Troll. Ja, ohne Witz. Die verstecken ihre Speicherpunkte. Achtung, oben. Ja, was ist denn oben? Lukas, was ist denn oben? Vorm Schatz, Dotter. Weiß ich nicht. Oh, hier ist ein Schmied. Hallo, Schmied. Ah, irgend so ein Fisch, das einen Zauber auf mich gemacht hat. Ausrüstung umwandeln, Waffe verstärken, Rüstung verstärken, Ausrüstung reparieren. Das klingt auch mal was. Wobei ich weiß gar nicht, ich glaube, ich brauche das noch nicht mal wirklich. Geste lernen. Nein. Keine Geste lernen, Lukas, aber warum dann nicht? Schnell rein nach vorne. Waffe verstärken. Aber das ist kleine, ah, du brauchst kleine Scherben fürs Waffen verstärken, aha. Interessant. Alter. Ja.
Ich mache mal meine Waffe mal ein bisschen hoch hier. Ich gerade hab. Ich meine. Ah, okay. Das Zeichen Streitaxt plus 4 und die macht 133 Schaden. Oh, das ist okay. Alter, ja. Ich hasse dieses komische Anvisieren. Ja, das Anvisieren. Aber du brauchst es einfach. Ansonsten. Ja, ich will wegrollen und ich roll mich zu dem. Oh. Schlägt mich einfach nein. Kaputt. Nein, 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 nein. Das Problem ist jetzt dort wieder hinzukommen. Der Lang so. Ein paar Menschlichkeit. 5000, 6000 Seelen. Ach nee, Alter, das Game fuckt mich ab. Ich will das nicht, Lukas. Lass uns das Game töten. Ja, hinter dir ist das Tor offen. Hä, und wo hast du jetzt ein Leuchtfeuer entdeckt? Wenn du, lol, wie sieht's denn hier aus? Okay, er dreht total durch. Wenn du da nach, da wo diese Brücke ist, wo du am Anfang denkst, ja, die bricht ja jetzt auf jeden Fall zusammen. Das mit dem, du brauchst Füße? Ja, ja, genau. Viel Erfolg. Aha. Du bist ein Baum. Da kannst du. Gibt's ja da die drei. Also zwei mit Schild noch. Zwei einfach und hinten einen Bogenschützen, ne? Okay. Und da gibt's dann zwei Wege. Und der eine Weg, der führt zum Leuchtfeuer. Ich finde das super lächerlich, dass oben kein Tipp war, dass der zum Leuchtfeuer führt. Finsterwortsgarten entdeckt. Aha. Aber wenn man vergiftet ist, kann man keine Sachen aufheben, doch. Das ist ja gar nicht komisch. Oh, ich hasse vergiften. Mach das weg. Lila Moosblumen. Aha. Oben. Sind wir schon wieder unter dieser Brücke drunter? Ich werde wahnsinnig. Und da sieht das nur so aus. Hm. Keine Ahnung. Boah. Sagst du, ich finde meine 5000 Seelen nicht weiter. Wegen der scheiß Vergiftung. Was denn? Das ist. Hast du wohl vergiftet? Weißt du, jetzt habe ich halt ein Problem. Jetzt steht hier Falle. Jetzt weißt du aber nicht, wo die Falle herkommt, oder? Mhm. Egal, Mann. Okay, da ist gerade ein Gegner gespawnt. Vielleicht war das schon die Falle. Okay, aber die Viecher spawnen irgendwie lila Moosblumen mit Blumen. Hä? Bitte was? Ich mach noch live und guck da mal, wo die Fallen kommen. Oh, geil, da vorne liegt mein Ding schon. Ah, also habe ich jetzt die Abkürzung aufgemacht oder so. Links. Ja, links, das habe ich schon gesehen. Seele, Soldat. Wie kommst du denn da oben dran? Gar nicht. Gott. Oh, ein Gebietwechsel ist gar nicht mal so schlecht. Ja. So ein bisschen eintönig. Pass auf, Geheimfahrt. Durch Vorrichtung verschlossen, aha. Interesting.